So, da sind wir schon wieder zurück. Wie ihr seht, hier liegen zwei Boxen im Wert von 30 Euro. Ich würde sagen, wir machen die einfach mal auf, aber vornherein schon mal danke für die ganzen Abonnenten. Also ich weiß nicht, was hier zurzeit abgeht bei mir, was Klicks betrifft, Abonnenten. Ich kann eigentlich nicht viel sagen, außer danke. Wirklich nur danke. Weil damit hätte ich echt nicht gerechnet, dass es das alles jetzt so schnell geht. Die Kommentare sind auch vollkommen in Ordnung. Also noch keine Kindergeflame oder sowas. Aber ich würde sagen, wir fackeln nicht lange. Wir machen die erste Box schon mal auf. Die andere stelle ich schon mal gerade auf Seite. Also wir werden heute definitiv zwei Boxen aufmachen. Und hoffen einfach mal, dass wir jetzt mal was richtig Gutes drin haben. So ein schwarzer Ritter oder so wäre auch nicht schlecht. So, da haben wir die erste Box schon offen. Und noch was anderes, für die, die sich fragen, was das da unten mit dem 10-Euro-PaySafe-Code auf sich hat, für alle, die jetzt neu eingeschaltet haben, einfach mal unten in der Videobeschreibung gucken, da ist eine genaue Anleitung, erstens, wer ich bin, was ich mache, was ich vorhabe und natürlich, wie ihr den 10-Euro-Code einlösen könnt, wo ihr den einlösen könnt, aber wenn ihr ihn geknackt habt, schreibt bitte in die Kommentare, weil dann muss ich einen neuen suchen. Weil ich habe halt wirklich vor, immer da unten einen Code stehen zu haben. Bei mir gibt es halt quasi keine Giveaways. Sag ich jetzt mal noch nicht. Sondern halt diesen PaySafe-Code. Kann 10 Euro sein, kann auch mal 20 sein. Und deshalb alle 10 Abonnenten kommt eine Zahl hinzu. Und die nächste Zahl gibt schon mal 90 Abonnenten. Also fleißig abonnieren, Glocke aktivieren. Da seht ihr auch meine Videos direkt. Und könnt auch sehen, da steht hier eine neue Zahl. Komm, ich probiere es nochmal. Aber jetzt kommen wir mal zu den Packs hier. So, die Holo-Karte ist direkt unter dem Pack hier. Ich habe nur was Grünes gesehen. Ich hoffe, es ist was Gutes. Und 202 Archetype. Gesehen habe ich die Karte jetzt selber bei eBay Kleinanzeigen noch gar nicht. Also da werde ich gleich mal am Ende des Videos werden wir mal gucken, ob wir irgendwas Wertvolles gefunden haben vom Geldbetrag her. So ein Ghoul-Trooper wäre natürlich nicht schlecht. Schwarzer Ritter. Es gibt ja inzwischen doch schon einige Karten, die was wert sind. So, fangen wir direkt mal an. Wollen das Video nicht zu sehr in die Länge ziehen. Oh, in die Ruhe. Nee, das hier ist nichts Besonderes. Das ist eine ganz normale Rare-Karte, die 174 der Infiltrator. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir ihn schon haben. So, dann haben wir hier noch einen Ladebildschirm Nummer 27. Ladebildschirm Nummer 77. Den haben wir auch noch nicht, das ist schon mal gut. Dann haben wir Ladebildschirm Nummer 92. Ja, scharf stellen hat die Kamera gerade absolut gar keinen Bock drauf. Aber ich denke mal, man erkennt es. Ist halt ein Flugzeug. Dann haben wir die 112, eine Pickaxe. Drumbeat, die habe ich definitiv noch schon. Und dann haben wir hier einmal Bullseye. So, ich tue mal hier die Non-Rare-Karten hin, beziehungsweise die grünen. Hier kommen die Foil hin, da kommen die Rare-Karten hin. Und falls wir eine Epic kriegen, kommt die wahrscheinlich, warte, machen wir die Epic dann hier hin. So, machen wir schon direkt das nächste Pack auf. Och, ich habe nur Ritter gesehen, aber es ist nur in Anführungszeichen nur Royal Knight mit 193. Aber ist auch nicht schlecht, weil die 150 bis 100 bis 200 lassen sich eigentlich relativ gut tauschen. So, dann haben wir hier noch einen Ladebildschirm, das ist die Nummer 83, aber nichts Besonderes. Dann haben wir eine Checkliste, die Nummer 98. Dann wieder ein Ladebildschirm, die Nummer 53. Ja, das hier reflektiert ein bisschen eklig. Machen wir es mal so. Dann haben wir das Akkordeon, die Nummer 111. Da bin ich mir gerade nicht sicher, ob ich die schon habe. Ich kann sein, dass ich sie noch nicht habe. Und Bunny Moon 121 habe ich aber definitiv schon. Ich glaube sogar zweimal. So, dann gehen wir schon mal direkt zu Pack Nummer 3. Langsam wird es mal Zeit, wieder eine Holo zu finden. Impact aufnehmen. Ah, der Musket. Der Maskenmann. Ich habe sie gerade erst mit einem getauscht, aber ist nicht schlimm. Dann habe ich sie doppelt. Ist die 179. Der Wrestling-Charakter. Dann haben wir die Nummer 94. Ein Ladebildschirm, aber den haben wir definitiv schon. Dann haben wir die Nummer 54.
auch Sniper-Bildschirm, die Nummer 67. Die haben wir, glaube ich, ja, ich weiß nicht genau, wie es an. Dann haben wir den nächsten Skin, der Julitide Ranger, die 150, den habe ich definitiv schon. Und dann haben wir das, die ganz normale AR, die 102. Da bin ich mir aber gerade nicht sicher, ob wir die noch nicht haben. Ich meine, die habe ich nämlich noch nicht. Also, wir werden es sehen dann. Das ist halt immer, wenn ich später mal reingucke und alle Karten noch durchgeguckt habe, dann werden wir das rausfinden. Ah, das sieht nach dem Neo. Ah, schön, eine hohe Nummer. Das ist die 250. Die habe ich aber leider schon, aber ist nicht schlimm, ist die erste Epic. Und dann haben wir die 158, Guiding Claw, auch eine Pickaxe, aber ist auch nicht schlimm. Dann haben wir die Nummer 31, Ladebildschirm, den haben wir definitiv schon. Nummer 8, auch ein Ladebildschirm, da bin ich mir nicht sicher, ob ich das schon habe. Dann Snow Squall, vielleicht Holo, nein, leider nicht, ist die Nummer 136. Dann haben wir die kleine Bauernlady, die Sunflower 129. Die habe ich aber definitiv schon. Aber die erste Epic ist schon mal nicht schlecht. Mit 250 kann man definitiv gebrauchen. Wird halt dann noch oft angefragt beim Tauschen. Aber ihr könnt euch vorstellen, wie das Tauschen dann abläuft. Er will dann von mir eine 250er Karte und gibt mir dann nur als Beispiel hier den Hängekleider. Und meint dann so, ja, hat doch denselben Wert. Ist doch Karte gegen Karte. Ich so, ja. Deshalb gibt es auch die Stufen mit Rare, Non-Rare. Aber das ist ganz normal. Oder die, die angeblich für ihre Kinder verkaufen und haben keine Ahnung. Wissen, oh, das muss ein F. Nee, das ist eine Rare-Karte. Ah, ich hätte jetzt gedacht, wäre eine Epic oder sogar Legendary. Aber der Dark Bomber ist nur in Anführungszeichen eine ganz normale Rare-Karte. Ich leg's immer. Kleinen Moment. So hin, weil die Epic will dann schon. Ach ne, hier sind ja die Rare-Karten. Eieiei, total verpeilt. Eine Legendary wäre mal nicht schlecht. So, dann machen wir hier hinten weiter. Oh, drei Skins drin. Dann haben wir die 141, der Star Spangled Ranger. Ja. Dann haben wir noch die 125, der Dominator. Die Nummer 6 Ladebildschirm habe ich definitiv schon, weiß ich. Habe ich nämlich gerade erst getauscht bekommen. Ne, habe ich einem gegeben. So, dann haben wir die Nummer 65. Auch ein Ladebildschirm. Schön in Tilted Towers. Dann haben wir noch ein Ladebildschirm, die Nummer 50. So, dann kommen wir schon zu dem letzten Pack aus der Box. Immer noch keine Foil. Also langsam wird es. Ach, nicht Foil, sondern Holo. Oh. Oh. Aber auch nur eine Rare-Karte. Ich habe eigentlich jetzt gedacht, das wäre keine Rare-Karte, sondern eher schon eine Epic. Aber der Herr Heartbreaker ist 188 und auch nur eine Rare-Karte, in Anführungszeichen nur. Dann haben wir die Nummer 17, Ladebildschirm. Den habe ich, glaube ich, noch nicht. Dann haben wir die Nummer 58, auch ein Ladebildschirm. Die Nummer 75, auch ein Ladebildschirm. Dann haben wir, ich glaube, zum 100. Fach mal jetzt die 146 Exercise, die Hantel Pickaxe und die taktische Shotgun mit der 107. So, das war das Resultat aus der ersten Box. Naja, hält sich so ein bisschen in Grenzen. Wir haben insgesamt 5 Rare-Karten. Eigentlich müssen es auch 6 sein, oder? Waren jetzt 5? Ah doch, ich glaube die eine Shotgun. Warte mal, lass mal gerade schnell durchgucken. Ich meine, hier hatten wir eine Rare-Karte. Ja, hier ist die andere. Ich wollte nämlich gerade schon sagen, weil eine Rare-Karte ist ja definitiv in jedem Pack drin. Also wirklich nur das, was sie draufschreiben, war auch drin. Sonst nichts Besonderes. Aber wir haben ja noch eine zweite Box. Und immer noch keine Holo-Karte. Also langsam wird es mal Zeit. Ich glaube, das ist jetzt meine 6. Box. Einmal habe ich ja die Tin-Box, die Metall-Box, aber die hat mein Sohn gekauft. Das war noch bevor ich hier mit den Videos angefangen habe, mit dem Aufmachen. So, oh, die
weiß gar nicht, habe ich sie schon, wie voll? Das ist die Nummer 240, die Straw Ops. Das interessiert mich aber jetzt selber nochmal, ob ich die habe oder nicht. Bin mir jetzt gerade selber nicht sicher. Weil dann wäre es die erste Foil, die wir doppelt haben. Wir haben einmal die. Ne, haben wir noch nicht. Also immer noch keine doppelte Foil. Beziehungsweise Holokarte. Aber auch gut so, ich brauche noch keine doppelte, was das betrifft. So, wie ihr seht, wieder 6 Packs. Pack Nummer 1 davon auf. Jetzt wird mal langsam auch Zeit für eine Legendary Holo. Da wäre ich zufrieden. Oh, Lebkuchenfrau. Ist schon mal eine Epic, ist schon mal wunderbar. Das ist die 216 Ginger Gunner. Dann direkt die Rare-Karte hinterher. First Strike Specialist mit der Nummer 171. Dann haben wir den Ladebildschirm Nummer 2, den ich definitiv habe. Dann Ladebildschirm Nummer 48. Den habe ich, glaube ich, noch nicht. Dann haben wir hier die 123 Crimson Scout. Auch nichts Besonderes, habe ich nämlich auch schon. Und die 138 Scorpion habe ich auch schon. So, weiter geht's. Dann. Es wird doch mal Zeit für eine Foil. Och nein, ich will keinen Ritter. Nix Ritter. Ritter ist doof. Da haben wir die 156 Blue Squire. Also bis jetzt sieht es nicht so gut aus. Das ist die Nummer 186, auch ein Ladebildschirm. Den habe ich definitiv noch nicht, das wüsste ich. Dann haben wir die Nummer 19, auch ein Ladebildschirm. Die Nummer 70, Ladebildschirm. Ach, die haben wir definitiv, habe ich ja gesagt, mit den Vorräten, wo man gerne mal daneben schießt. Dann haben wir die 132 Knock-Ops. Die habe ich aber definitiv auch schon. Und der gute Six-Shooter 109. Bin ich mir jetzt nicht sicher, kann sein, dass ich ihn noch nicht habe. So, dann haben wir jetzt noch 4 Packs. Es muss doch mal Zeit werden für irgendwas Großes. Ich versuche nicht hinzugucken. Ist gar nicht so einfach, wenn man da die Aufnahme sieht. Da sieht man die Packs. So, ihr werdet es als erstes sehen, beziehungsweise seht es schon. Oh, Rokus 194. Habe ich aber, glaube ich, auch schon. Dann haben wir die Nummer 1 Ladebildschirm, den habe ich definitiv. Nummer 25 Ladebildschirm, ne, den habe ich, glaube ich, noch nicht. Nummer 16 ebenfalls Ladebildschirm, habe ich aber schon. Dann haben wir den Jack Spammer 114 Pickaxe, habe ich auch schon. So, jetzt haben wir die männliche Variante vom Farmer, das ist die 118 und der Hazy. So, da sind es nur 3 Stück. Es wird Zeit für eine Epic. War das hier eigentlich eine Epic? Ja, doch, war eine. So, Epic. Am besten wäre Legendary und Foil. Na, leider nicht. Der kleine Maximilian. Nummer 180. Habe ich aber definitiv schon. Dann haben wir die Nummer 3 Ladebildschirm, habe ich auch schon. Nummer 99 Checkliste, auch nichts Besonderes. Die Nummer 79, auch ein Ladebildschirm, ich glaube, den habe ich aber noch nicht. Dann haben wir die 143 der Stripped Soldier, den habe ich aber auch schon. Und die Pistol 105 habe ich ebenfalls schon. So, jetzt sind wir schon nur noch bei 2 Packs. Also wie ihr seht, 30 Euro sind schnell weg. So, schauen wir mal. Ein weiblicher Skin. Die 239. Also ein Epic. Sehr schön. Und das ist die Sidewinder. So, dann haben wir die 151 Absolute Zero. Oder Absolute. Dann die Nummer 81 ist ein Ladebildschirm. Die Nummer 100 ist eine Checkliste. Dann die Angular X ist die 145. Dann haben wir hier wieder unseren McDonald's-Verkäufer. Der Quill Surgeons mit der Nummer 127. Habe ich aber definitiv auch schon. So, letzte Pack. Jetzt wird es Zeit. Keine Legendary drin. Bisschen demotivierend gerade. Ich sehe noch nichts. Ich gucke mir hier den Raum an.
Ich würde sagen, wir machen es mal spannender. Ich drehe das ganze Spiel mal um. Da haben wir die 137 Scarlet Defender. Habe ich, glaube ich, auch schon. Dann haben wir die 122 Prickly Patroller. Habe ich aber auch schon. Habe ich sogar schon zweimal weitergegeben. Dann haben wir einen Ladebildschirm, die Nummer 49. Noch einen Ladebildschirm, die Nummer 72. Dann kommt der nächste Ladebildschirm und was haben wir hier drunter? Na, nichts Besonderes. Ladebildschirm Nummer 46 und dann die letzte Karte ist leider nur eine Rare-Karte, die Red-Nosed Raider. So, jetzt gucke ich mal gerade spaßeshalber, was unsere wertvollen Karten hier wert sind, beziehungsweise was gerade so die Preise sind bei eBay Kleinanzeigen. Ich würde sagen, wir fangen an mit den zwei Holo-Karten. Ich werde es euch nur sagen, nicht zeigen. Gerade schnell gucken, eBay Kleinanzeigen, weil da ist meistens immer der direkte Preis, weil da sind nämlich auch die Preise drin mit, sag schon, eBay direkt. Da haben wir einmal die Nummer 240 als Holo. Fortnite, er lässt mich nicht schreiben. Fortnite 240. 240, ich glaube aber, das ist die normale Karte für 10 Euro. Trading, Trading. Hier wird sie schon mal nicht angeboten. Irgendwie ist überall nur die normale Karte. Und hier die normale Karte kann man sich kaufen für 5 Euro, aber die Foil finde ich hier gar nicht. Das ist immer ein gutes Zeichen. Also zu der Karte kann ich selbst jetzt gerade nichts sagen. Ja, die ist noch günstiger. Oder hat er doch eine Foil für 10 Euro? Doch, für 10 Euro hat er sie drin. Aber das ist natürlich die Frage, ist das der richtige Preis? Ihr wisst selber, wenn die Angebot-Nachfrage da ist. So, dann haben wir die Nummer 202 als Holo. Gucken wir auch mal direkt nach. Nur damit ihr mal ungefähr wisst, was ich hier habe. Oh, die ist schon mal für 25 Euro drin als Foil. Na gut, die kannst du kaufen für 4 Euro direkt, oder? Das ist nur ein Bieten. Dann, neu. Kaufen oder bieten? Ne, die Karte ist gar nichts wert. Also wirklich gar nichts. Du kriegst die Karte, also die hier gibt es für 4 Euro direkt so zu kaufen. Dann gucken wir gerade mal die Epics durch, die 239. Ich glaube, hier haben wir diesmal keinen großen Fang mit drin. 239. Oh Gott, wenn ich schon mit Holo. Obwohl doch, die ist, glaube ich, ein Tick. Ja, auch 2 Euro. Also für 2 Euro kannst du die Karte auch schon haben. Jetzt gucken wir die Ginger Gunner. Das ist die 216. Was? 33 Euro. Nee, nee, nee. Das will ich. Ich lese nur, ich verkaufe hier für meinen Sohn. Und die Holo-Karte kriege ich jetzt sofort gekauft für 7 Euro. Das ist Standard Deutschland. Artikelstandort Neustadt Deutschland. Ja. Also für 7 Euro kriege ich die hier als Holo. Da versucht eine Mutter wieder. Ja. Eieiei. Dann haben wir die 250. Ich muss unbedingt mal alle Karten durchgehen, was sie wirklich wert sind, beziehungsweise für wie viel sie so angeboten wird. Also als Holo-Karte kostet sie Verhandlungsbasis 14 Euro mit einer anderen Karte 25 Euro, also für 4 Euro, oder ist es auch eine Holo? Naja, ist auch eine Foil, also die Karte ist eigentlich auch nichts wert. Also da hat man jetzt wirklich mal voll in die Tonne reingegriffen. Vor allem, ich sehe immer wieder der Ghoul Trooper. Warte mal, hab ich meine Mappe hier. Gerade mal die Karte raussuchen für euch. Wo ist sie?
Na komm raus. Also, hier die Karte. Ich glaube, am Tag 10 Nachrichten. Kann ich die Karte haben? Kann ich die Karte haben? Und sie ist nur eine stinknormale Karte. Also keine Foil, wie ihr seht, sondern ganz normal. Aber die werde ich definitiv nicht verkaufen, weil die Preise dafür sind so stark am Schwanken. Bei eBay direkt werden die Gebote teilweise über 20 Euro gehen. Bei eBay Kleinanzeigen ist es immer mal wieder einer drin, der sie für 5 Euro anbietet. Aber da würde ich halt wirklich aufpassen, weil das ist schon fast zu günstig. Ich glaube eher, da sind die 5 Euro weg und wegen 5 Euro braucht man nicht zur Polizei zu gehen. Am besten immer dann gucken, ob man da hinfahren kann. Gucken, ob vielleicht noch mehr Karten da sind und das dann so abmachen. So, dann würde ich sagen, war es das mit dem Pack aufnehmen. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ich gucke natürlich noch weiter, wann wir das nächste machen können. Und wer noch kein Abo dagelassen hat, ihr habt ja gesehen, es kam jetzt während der Aufnahme noch ein Abo dazu, also noch 3 Stück, dann kommt schon die nächste Paysafe-Zahl. In dem Sinne würde ich sagen, lasst ein Abo da, schreibt mal gerne was in die Kommentare, wie sieht es bei euch aus mit den Karten, was macht ihr damit alles. In dem Sinne würde ich jetzt halt wirklich sagen, mein Lieblingssatz, haut rein.